Damn. Nachdem in der vergangenen Woche Sido und Kool Savas öffentlich via Twitter kommunizierten und es darum ging, ob der King of Rap bereits geschrieben habe, spekulierten die Fans, ob es da vielleicht zu einer musikalischen Zusammenarbeit der beiden kommen wird. Die Zeichen standen zu diesem Zeitpunkt bereits sehr gut. Sido veröffentlicht am 18. November 2016 sein neues Album, das Goldene Album, und Kool Savas schlägt bereits am 21. Oktober mit seinem Mixtape Es Adamus vor. Beide befinden sich aktuell noch in der Produktion ihrer beiden kommenden Releases. Jetzt ist es offiziell. Im Katalog von vinyl-digital.com wurde jetzt die Track- und die Feature-List zu Sidos Album Das Goldene Album veröffentlicht. Als Feature-Gäste werden Hannibal, der bereits in der Videosingle Ganz Unten vertreten war, SDK, der bei Sido gesigned ist, und Kool Savas gelistet. Bereits zum Release seines letzten Albums 6 thematisierte Sido im Rahmen eines Interviews seine gemeinsame Vergangenheit mit Kool Savas beim Berliner Untergrundlabel Royal Bunker. Der Labelchef Markus Steiger habe damals Kool Savas und dessen Projekt MOR bevorzugt. Savas habe Sido und seinen Jungs parallel das Gefühl gegeben, dass sie ihn kopieren würden. Was aber nicht der Fall gewesen sei. Das Interview mit den Statements von Sido findet ihr jetzt mit dem richtigen Timecode unten in der Beschreibung. Diese subjektiven Wahrnehmungen und Unstimmigkeiten scheinen in der Zwischenzeit geklärt worden zu sein. Und so kann man sich endlich auf einen gemeinsamen Song der beiden freuen. Fans können jetzt raten, auf welchem Song Kool Savas wohl als Gastrapper vertreten sein wird. Diese Mucke klingt vielleicht ganz wahrscheinlich. Was denkt ihr? Freut ihr euch auf eine Zusammenarbeit der beiden? Checkt außerdem mal Babasats Kommentar zu Sidos musikalischem Wandel in einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Für regelmäßige Hip-Hop-News einfach abonnieren.